Hey oh Minecraft-Freunde, heute geht's weiter mit Part 2 von unserem Shop-GUI, das wir hier haben. Ihr seht, heute lernen wir, wie wir auch dann tatsächlich die Informationen von Game-Pässen laden, von Merch laden, so dass man halt den Merch auch kaufen kann, nur dass ich den hier schon besitze, die Preise lädt, Beschreibungen lädt und natürlich dasselbe auch für Developer-Products. Und dass man dann noch natürlich diese ganzen Sachen noch serverseitig implementiert, das lernen wir im dritten Part. Heute geht es erstmal darum, den Spaß kleinseitig zu laden, und ich habe bei dem Tutorial auch schon wieder viel zu viel Vorarbeit geleistet, weil ich wollte erstmal versuchen, euch dann doch zu zeigen, wie man hier beliebig viele Sachen mit einer Liste hinzufügen kann, aber das wäre einfach zu kompliziert, vor allem weil die Zahlen so variieren können, je nachdem, was man für ein GUI hat. Deswegen habe ich mich doch für die leichte Methode entschieden, wo wir fix 4 Game Pässe haben, fix 4-mal Merch haben, fix 2 Developer Products haben. Und das müsste man dann halt selbstständig in Roblox Studio anpassen, damit es im Spiel geupdatet wird. Aber ich denke, das sollte auch nicht das Problem sein, weil es so einfach allgemeingültiger funktionieren kann in verschiedenen Spielen. Legen wir erstmal los mit dem GUI, das wir beim letzten Mal hatten. Und das ist nämlich nicht das, welches ich hier vorbereitet habe. Das schiebe ich in den Server Script Service, sondern das Backup, das ich vom letzten Mal noch übrig habe. Das schieben wir mal in Starter GUI rein. Zu diesem Backup fügen wir nun ein neues Local Script hinzu. Und das Local Script benenne ich um in Shop Script. Und auch an der Idee für diesen Shop Script habe ich lange gesessen, weil eigentlich wollte ich es erst smart machen, aber ich denke, die Sachen, die ich da dann zeige, die sind vielleicht doch ein bisschen zu kompliziert für Anfänger. Das Tutorial ist sowieso nicht wirklich für Anfänger geeignet, aber wir fangen erstmal an. Die Service, die wir brauchen, sind in dem Fall der Marketplace-Service, weil wir natürlich im Shop Sachen verkaufen, und der Player-Service, damit wir Sachen über unseren Spieler persönlich rausfinden können. Machen wir mal so groß. Marketplace-Service, Player-Service. Den Player-Service brauchen wir natürlich erstmal, um den Spieler zu bekommen. Und dann müssen wir wissen, ob der Spieler Roblox Premium hat. Und das finden wir so raus. Wir haben erstmal den Spieler, das ist players.localplayer. Und Premium ist einfach Spieler.membership-type ist gleich .membership-type.premium. Und wenn das hier true ergibt, dann hat der Spieler auch Roblox Premium, und dann können wir ihn auch die Preise für Premium-User anzeigen. Das gilt natürlich nur für Merch, also für UGC-Merch, um genau zu sein, den viele von euch wahrscheinlich noch nicht vertreiben können, aber ja, das Tutorial ist eine Weile vorproduziert. Vielleicht ist bis dahin UGC-Stuff schon public. Dann holen wir uns wieder unsere ganze Umgebung. Wir können das so machen wie in den anderen Scripts davor, und zwar ungefähr so, dass wir uns den Fullscreen-Frame holen, dann den Fenster-Frame, dann das Shop-Fenster, dann den Shop-Frame. Eine andere Möglichkeit, die wir auch machen könnten, ist, dass wir einfach nur eine lokale Variable speichern. Und zwar so, wir sagen einfach nur, local shop scrolling frame ist gleich script.parent wait for child fullscreen. Wenn fullscreen existiert, dann script.parent.fullscreen doppelpunkt wait for child Fenster. Wenn das existiert, dann Fenster doppelpunkt wait for child shop. Wenn das existiert, dann wait for child shop frame. Wenn das existiert, dann shop frame wait for child shop scrolling frame. Weil wir brauchen ja tatsächlich nur den shop scrolling frame, und alle anderen Sachen, die wir hier rechts in unserem GUI drin haben, sind eigentlich ziemlich egal. Uns kommt es nur auf shop frame shop scrolling frame an, weil hier sind Game Passes, Merch und Dev Products drin. Bei dem GUI, das ich euch gezeigt habe, wenn ihr euer GUI ein bisschen anders aufgebaut habt, dann müsst ihr das natürlich auch ein bisschen anders machen. Wenn ihr nicht wisst, was das hier alles bedeutet, dann schaut euch bitte meine Roblox Studio Lernserie zu Faden an. Die ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Da wird das hoffentlich genug erklärt, dass ihr es verstehen könnt. Am Ende kann es natürlich sein, dass euer GUI nicht richtig aufgebaut ist und irgendwas hiervon nicht gefunden wird. In dem Fall schreiben wir if not shop scrolling frame, then one. Das Shop GUI ist nicht korrekt aufgebaut und wir returnen einfach. Dann haben wir halt keinen funktionierenden Shop. Ihr seht das im Output und müsst den Fehler dann korrigieren, indem ihr entweder hier den Pfad anpasst oder die Namen in eurem GUI anpasst. Ich scroll mal so ein bisschen raus. Ich hoffe, ihr könnt dann immer noch gut lesen, aber es nimmt halt viel Platz ein, was wir heute schreiben. In dem Shop Scrolling Frame haben wir natürlich hier Game Passes, Merch und Dev Products. Die holen wir uns natürlich so. Game Pass Items, Merch Items und Dev Product Items sind im Shop Scrolling Frame Wait for Child Game Passes und Wait for Child Items. Blablabla, blablabla, blablabla. Natürlich könnte man hier dann auch and blablabla, blablabla, blablabla machen. Aber egal, wir machen es jetzt einfach so, weil ganz im Ernst, wenn wir schon Wait for Child für all diese Sachen gemacht haben, dann ist der Rest darunter auch schon geladen. Gehen wir mal von den Game Passes aus. Wir sind jetzt im Shop Scrolling Frame, dann in Game Passes und dann haben wir die Items hier. Und in den Items sind dann halt Template Game Pass 1, 2, 3 und 4 drin. Und die müssen wir dann aufsetzen. Und um die aufzusetzen, schreiben wir uns die Funktion Setup Items. Zuallererst setzen wir die Game Pässe auf. Die simpelste Methode ist dafür einfach, dass wir durch alle Items einmal durchloopen. Wenn die Items kein Frame sind, dann continuen wir einfach, weil hier gibt es ja noch diesen UI Aspect Ratio Constraint drin, mit dem wir nichts machen können. Und dann brauchen wir die Game Pass ID. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen jetzt diesen Template Game Pass Frame umbenennen. Der darf nicht mehr Template Game Pass heißen. Der muss jetzt als Namen die Game Pass ID haben. Man kann das natürlich auch anders machen, aber viele machen es einfach so. Dementsprechend zeige ich euch auch, wie man das so macht. Wenn ihr in Roblox in eurem Spiel drin seid und es lädt einfach nicht, dann habt ihr natürlich eure Game Pässe. Die könnt ihr hier auf Shop einsehen. Hier könnt ihr auch auf Add Pass klicken und dann könnt ihr einen neuen Game Pass hinzufügen. Und wenn ihr den Game Pass hinzugefügt habt, dann klicken wir einfach mal auf den Game Pass rauf, zum Beispiel Based Admin, und sehen hier oben im Link eine ID drin. Diese ID können wir uns kopieren.
kopieren, indem wir doppelt draufklicken, Steuerung C drücken. Dann haben wir die ID von dem Game Pass. Und dann können wir sagen hier Template Game Pass 1 heißt jetzt einfach 4090128 für den Base Game Pass. Dasselbe macht ihr dann auch mit allen anderen Sachen. Ich gucke einmal, was ich hier oben gemacht habe im Server Script Service. Hier sehen wir, haben wir diese ganzen IDs und die kopiere ich mir hier einfach mal raus und packe die unten auch rein. So, die Game Pässe sind jetzt umbenannt, damit unser Script auch wissen kann, welcher Game Pass jetzt geladen werden soll. Das finden wir übrigens heraus, indem wir einfach die ID in eine Nummer umwandeln. Und dafür sagen wir einfach, local Game Pass ID ist gleich toNumber item.name. If not Game Pass ID, dann ist die Game Pass ID ungültig, weil ihr es vielleicht noch nicht umbenannt habt, weil es keine vollständige Nummer ist. Und dann sagen wir item destroy, weil etwas, was wir nicht laden können, das wollen wir auch gar nicht erst anzeigen. Wir sagen continue, damit wir mit dem nächsten Game Pass fortfahren können. Und fahren jetzt aber erstmal mit unserem Game Pass fort. Dafür müssen wir uns die Produktinformationen zu diesem Game Pass laden. Das machen wir in einem P-Call, um sicherzustellen, dass hier kein Error reinflutscht. Also local Erfolg, Game Pass Infos sind gleich P-Call, Function, Return, Marketplace Service, Get Product Info, Game Pass ID und dann enum Infoteil Game Pass. Das ist nicht unbedingt immer notwendig, aber ich mache es einfach nur, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich die Game Pass Information am Ende returnt, weil hier geht es um Game Pässe. Am Ende natürlich noch End und Klammer zu. Damit haben wir unseren P-Call fertig. Der P-Call sorgt dafür, dass wenn diese Funktion errorn sollte, weil GetProductInfo könnte vielleicht einen Error werfen, dass nicht unser ganzes Script kaputt geht, sondern nur dieser eine Game Pass nicht laden kann. Hier können wir jetzt theoretisch noch schreiben, if not Erfolg, Game Pass Infos konnten nicht geladen werden, schade, destroy und continue. Ihr könnt stattdessen, dass ihr es destroyt, einfach die Funktion nochmal neu ausführen. Um das zu machen, müsstet ihr natürlich das hier, was wir hier alles reinschreiben, in eine Funktion wrappen, diese Funktion zum Beispiel hier oben hinschreiben und die Funktion später nochmal neu callen, so mit 30 Sekunden Abstand. Kann man so machen, mache ich jetzt nicht, ist mir zu kompliziert. Wenn ihr dieses Problem häufiger habt, weil ihr zum Beispiel zu viele API-Anfragen in eurem Spiel habt, dann macht das. Ich sage einfach nur, waren Game Pass Infos konnten nicht geladen werden und ihr könnt dann sehen, ob das in eurem Spiel häufiger passiert oder nicht. Dann brauchen wir noch den Preis vom Game Pass. Den finden wir über die Game Pass Infos heraus. Das heißt, local Preis ist gleich Game Pass Infos. Price in Robux oder einfach ein leerer String, falls der Preis nicht drin ist, keine Ahnung, manchmal gibt es keinen Preis, vielleicht ist das Ding nicht for sale, vielleicht wurde da nie ein Preis eingestellt, einfach nur damit wir hier keine Errors haben, sagen wir Price in Robux oder ist das ein leerer String, damit wir einfach später damit weiterarbeiten können. Wir können auch theoretisch hier ein Fragezeichen reinschreiben. Machen wir. Drei Fragezeichen. Sieht lustig aus. So. Jetzt setzen wir natürlich unseren Game Pass auf. Wenn wir hier jetzt in diesem Item drin sind, haben wir hier die Info-Labels. In den Info-Labels sind Info, Name und Preislabel drin. Dann haben wir noch Links und da ist das Game Pass-Bild und der Kauf-Status-Button drin. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Info-Labels. Also sagen wir hier item.infolabels.gamepassname.text ist gleich gamepassinfos.name. Warum habe ich hier Game Pass-Name geschrieben und nicht Name? Naja, wenn ich hier Name hinschreiben würde, würde nicht der Text namens Name als Child gesucht werden, sondern die Eigenschaft Name in den Info-Labels. Das heißt, wir müssen jetzt überall, wenn wir hier irgendwo Name drinstehen haben, diesen Namen umändern in zum Beispiel Game Pass Name. Damit wir uns das einfacher machen können, können wir einfach hier nach Info-Labels suchen. Also sagen wir nochmal, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, Starter GUI Punkt Sternchen Sternchen, dann sagen wir Info-Labels.name. Und dann kriegen wir alles, was Name heißt. Und ihr seht, hier gibt es nicht nur Game Pass-Name, sondern es gibt auch noch beim Merch den Namen. Aber ist egal, wir klicken einfach mal auf alles auswählen, gehen hier unten auf Name und benennen es um in Game Pass-Name. So, hier können wir theoretisch beim Merch das direkt gleich mit umbenennen in zum Beispiel Merch-Name. Sachen sind umbenannt, alle sind glücklich. Auch wenn jetzt alles aufgeklappt ist, ich klappe wieder zu. So. Item-Infos.preislabel.text. Huch, hier ist ein Not-Not drin. Bin ich dumm? Ich weiß nicht warum, aber hier muss natürlich Not stehen. If not, Game Pass Infos is for sale, then off sale. Und ansonsten schreiben wir einfach den Preis rein. Das heißt, wenn das Ding nicht im Angebot ist, schreiben wir einfach off sale. Wir können auch Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen reinschreiben. Ansonsten einfach den Preis, welcher ja auch Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen sein sollte, wenn es keinen Preis gibt, warum auch immer das so sein sollte. Als letztes haben wir item.infolabels.info.text. Das ist einfach die Description oder ein leerer String, weil es ja auch Game Pässe ohne Description gibt. Und damit werden die Sachen dann schon mal angepasst. Jetzt gehen wir rüber in Links, weil links haben wir das Game Pass Bild und den Kaufstatus-Button. Das Bild kriegen wir ziemlich einfach rein. Da sagen wir einfach item.links.gamepassbild.image ist gleich rbx-asset-id://.. und dann gamepassinfos.icon-image-asset-id. Wenn es ein Bild gibt, wird das Bild geladen. Wenn es kein Bild gibt, wird kein Bild geladen. Wir könnten theoretisch auch ein Platzhalterbild reinmachen. Habe ich jetzt aber nicht. Das einzige Problem ist, das hier ist ein Frame und kein Bild. Was machen wir also? Richtig, wir schreiben wieder starter-gui. Sternchen, Sternchen, Game Pass Bild. So. Dann wählen wir alles aus, gehen wieder auf unser Plugin zum Umwandeln und wandeln das um in ein Image-Label. Bupp. Schon ist es ein Image-Label und wir können ein
ein Image hier unten hinzufügen. Dann haben wir noch den Kauf-Status-Button. Und der Kauf-Status-Button ist auch kein Button. Und da drin haben wir noch einen Kauf-Status-Button als Text drin. Das ist ein bisschen komplizierteres Setup. Das kriegen wir aber auch natürlich wieder hin, indem wir genau das sagen. Dann links.Kauf-Status-Button. Jetzt haben wir hier wieder unsere Kauf-Status-Buttons. Die wählen wir einfach alle aus. Hier haben wir auch noch beim Merch den Kauf-Status-Button, den können wir auch auswählen. Und dann gehen wir wieder auf unser Reclass-Ding und wandeln das oben in einen Image-Button, gehen auf Convert. Jetzt sind es Image-Buttons und jetzt sind sie auch klickbar. Das Wichtige ist, wir scrollen hier nochmal hoch in den Eigenschaften und setzen Active auf True, damit der Button auch anklickbar ist. Jetzt, wo der Button anklickbar ist, können wir uns auch darum kümmern. Das einzige Problem ist noch, wir wissen ja gar nicht, ob der Spieler den Game Pass schon hat, weil wenn er ihn schon hat, braucht er ihn gar nicht kaufen. Das finden wir heraus mit einem weiteren P-Call. Wir sagen jetzt wieder, Local-Erfolg, owned ist gleich P-Call Function Return Marketplace Service User Owns Game Pass Async Spieler.UserID Game Pass ID N Klammer zu. Damit wissen wir jetzt, ob der Spieler den Game Pass hat oder es gab keinen Erfolg, aber wir sagen jetzt einfach mal, wenn wir das erfolgreich abfragen konnten und er den Game Pass hat, dann schreiben wir in item.links.kaufstatusbutton.kauf-statusbutton hier in eckigen Klammern, weil das halt so einen Schrägstrich enthält und das kann man halt nicht als Namen verwenden. Wartet, ich muss es euch natürlich zeigen. Hier Kaufstatusbutton ist das drin, das kann man nicht mit einem Punkt indizieren. Punkt Text ist gleich owned oder im Besitz könnt ihr auch schreiben und dann setzen wir Button.active auf false, damit der Button nicht mehr klickbar ist und sagen continue. Jetzt können wir natürlich noch sagen, okay, wenn der Game Pass gar nicht zum Verkauf steht, warum auch immer, dann sagen wir if not Game Pass infos.is for sale, then bla 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 bla, schreiben wir off sale rein, setzen den Button wieder auf false und sagen auch continue end. Aber wenn das alles gecheckt ist, wissen wir, okay, das Ding ist jetzt kaufbar, das heißt, wir schreiben jetzt einfach auf den Button rauf, buy für, oder kaufen, dass man halt den Game Pass kaufen soll und connecten den Button dann mit einer Kaufen-Funktion, die ziemlich simpel ist und zwar Kauf-Status-Button.activated Connect Function und dann sagen wir Marketplace Service Doppelpunkt Prompt Game Pass Purchase für den Spieler und die Game Pass ID. Wenn jemand auf den Button drückt, dann kriegt er die Aufforderung oder dann kriegt er die Möglichkeit, den Game Pass zu kaufen. Und wenn er dann den Game Pass gekauft hat oder wenn diese Aufforderung weg ist, wollen wir natürlich wissen, ob er ihn gekauft hat. Dafür gibt es ein weiteres Event und zwar Prompt Game Pass Purchase Finished. Da kriegen wir einmal den Spieler zurück, der ist ja mal gleich, die ID vom Game Pass und ob es gekauft wurde. Und wenn die Game Pass ID dasselbe ist wie die ID, die wir zurückbekommen haben und der Game Pass gekauft wurde, dann schreiben wir jetzt auf den Button drauf, dass der Game Pass im Besitz ist und schalten den Button auf Inactive, dass man nicht mehr kaufen kann. Damit haben wir jetzt die Game Pässe aufgesetzt. Wollen wir schauen, ob wir irgendwelche Fehler gemacht haben? Ja, okay, dann machen wir das meinetwegen. Zuletzt müssen wir natürlich ganz unten am Ende des Scripts einmal schreiben, hier Setup Items und dann gucken wir, ob es jetzt funktioniert. Ich gehe rein ins Spiel, ich rufe das GUI auf und es ist geladen. Wir haben Based Admin, Boombox Steuerung, das habe ich aus Please Donate geklaut, Based VIP und Based Admin. Ich habe Based Admin wohl zweimal genommen. Alles ist geladen, wir haben hier den Namen, hier haben wir die Beschreibung von dem Game Pass, hier haben wir den Preis von dem Game Pass, hier ist der Kaufen-Button, wenn ich raufdrücke, kommt auch die Aufforderung, dass ich kaufen soll. Wenn man in Roblox Studio was kauft, wird es nicht wirklich gekauft. Hier steht, this is a test purchase, your account will not be charged. Also kann ich das problemlos machen. Dann steht hier, hat funktioniert, wir gucken nach. Und hier steht, owned nach einer kurzen Zeit. Das bedeutet, wir können hier nicht mehr raufklicken, beziehungsweise wir können auch raufklicken, aber es passiert dann nichts mehr. Wir besitzen den Game Pass schon. Wunderbar. Natürlich macht der Game Pass noch nichts, weil wir den Game Pass noch nicht serverseitig implementiert haben, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, schon mal den Game Pass zu kaufen, uns die Informationen anzuzeigen und dasselbe müssen wir jetzt noch mit Merch und mit den Developer Products machen, weil da steht überall noch nichts drin. Freut ihr euch schon drauf? Dann schreibt jetzt ein 347.328 in den Chat und weiter geht's. Also machen wir direkt weiter mit den Merch Sachen und dafür können wir theoretisch das hier alles so kopieren, wie es ist, weil ja, natürlich, wir haben sehr viel Code jetzt doppelt, aber den Code dann so anzupassen, dass er einerseits für Game Pass, andererseits für Merch, andererseits für Dev Products passt und wir möglichst wenig wiederholt haben, ist mir jetzt zu kompliziert, euch zu erklären, weil da wären zu viele Sachen, auf die man achten müsse und wenn ihr das GUI ein bisschen anders macht, gibt es auch zu viele Sachen, auf die ihr achten müsst. Deswegen schreiben wir es einfach komplett nochmal neu. Also Merch, for-items, in Merch-items get children do, if not frame, bla bla. Dann holen wir uns die Asset-ID. Diesmal haben wir sie Asset-ID genannt und nicht Game Pass-ID, wobei es genau das gleiche ist. Wenn not Asset-ID, Asset-ID ungültig, bla bla bla, genauso wie wir es oben haben. Und wir müssen natürlich jetzt für unseren Merch auch Asset-IDs raussuchen. Das heißt, wir gehen hier einmal auf Merch. Wir sehen hier wieder Template Merch 1, 2, 3 und 4 und die müssen wir umbenennen. In Club Based haben wir zum Beispiel Merch. Wir wollen, dass das funktioniert einerseits für so UGC Merch wie das hier, aber halt auch für Below UGC Merch, das ist ja eigentlich auch UGC wie das hier. Dafür können wir uns auch wieder ganz normal die IDs oben rauskopieren und die hier dann eintragen.
Deswegen nehmen wir einmal hier 2D-Clothing, einmal 3D-Clothing, wo es einen Rabatt für Premium-Mitglieder gibt. Dann noch einmal 3D-Clothing, wo es keinen Rabatt für Premium-Mitglieder gibt. Und als letztes suche ich mir aus dem Marktplatz einfach irgendwas raus, wie den Floss-Tanz. Ich weiß gar nicht, ob ich den Floss-Tanz so machen kann. Wir probieren es einfach aus. Vielleicht funktioniert es mit dem Floss-Tanz. Gucken wir einfach mal nach, weil die ganzen Marketplace-Items sind ein bisschen kompliziert. Da muss man auf mehrere Sachen achten. Wir holen uns natürlich jetzt erstmal die Merch-Infos, die wir kriegen können. Also wieder P-Call, Erfolg, Merch-Infos ist gleich P-Call, bla bla bla. Get Product-Info, diesmal enum.infotype asset, und wenn es nicht geladen werden konnte, wurde es nicht geladen. Und warum wir oben den Preis so komisch gemacht haben, wird jetzt hier nochmal viel deutlicher, weil hier holen wir uns den Preis so, dass wir sagen, Local Preis ist gleich if Premium, then merchinfos.premiumpreis in Robux or merchinfos.price in Robux. Also wenn es einen Premium-Preis gibt, dann den Premium-Preis. Wenn wir Premium haben, wenn wir kein Premium haben, dann nicht. Wenn wir doch Premium haben und es keinen Premium-Preis gibt, dann den normalen Preis. Und ansonsten halt den normalen Preis. Oder wenn es keinen Preis gibt, dann das hier. Oder wir können auch wieder Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen reinschreiben, wenn wir überhaupt keinen Preis finden können. Verstanden? Nein? Perfekt. Machen wir weiter. Diesmal hier wieder mit dem Namen. Merchname.text ist gleich merchinfos.name. Preislabel.text ist gleich if not merchinfos.ifs for sale oder merchinfos.canbesoldinthisgame ist gleich false, then of sale else Preis und dahinter Robux wieder schreiben. Das hier muss false sein, weil wenn es nil ist, kann ja sein, dass es nil ist, wenn es kein Limited ist oder wenn es 2D-Clothing ist. Wenn es einfach nicht existiert, dann ist es nicht dabei, dementsprechend kann das nil sein, aber trotzdem true sein. Also wir müssen hier hinschreiben, ist gleich false. Kurz zusammengefasst. Hier natürlich wieder darauf achten, dass Merchname auch Merchname heißt. Wir haben es ja vorhin schon mit umbenannt. Hier Name in Merchname. Wir haben auch den Kaufstatus-Button umbenannt, aber wir haben das Merch-Bild noch nicht zu normalen Bildern gemacht. Deswegen wählen wir hier einfach mal schnell alle Merch-Items aus. Gehen hier dann immer überall auf das Merch-Bild rauf und wandeln das Ganze oben in ein Image-Label, damit wir dann Bild hinzufügen können. Perfekt. Und jetzt füllen wir die Sachen aus. Also infolabels.info.text ist gleich merchinfos.description oder einfach ein leerer String. Und item.links.merchbild.image ist, und das hier ist, wie man für solche Marketplace-Items das Vorschaubild bekommt, indem man schreibt rbx_thump:// type ist gleich asset und id ist gleich dann toString die asset id, weil es hier dann wieder ein String sein muss. Ich weiß gar nicht, ob es notwendig ist, dass wir toString schreiben, aber nur um sicher zu gehen. Punkt, Punkt. Und width ist gleich 420x420. Das ist, glaube ich, das Größte, was Roblox einen gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt auch kleinere Versionen. Wenn man es klein hat, kann man es auch klein lassen. Ist egal. Die einzige Sache, auf die ich euch noch hinweisen möchte, ist, ihr müsst ja nicht unbedingt immer die Description nehmen, die drin steht. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine eigene Description nehmen. Dann lasst ihr den Teil hier einfach weg und geht dann selbstständig nicht einfach bei eurem Merch rein. Ich meine, ihr wählt ja sogar aus, welcher Merch wo ist. Könnt dann natürlich selbst auf die Info-Labels gehen, auf die Info und dann eure eigene Beschreibung reinschreiben. Hier steht ja auch kurze Beschreibung des Merches, kann man so drin lassen. Ich übernehme aber das, was einfach in den Items drin steht. Das liegt ganz bei euch, wie ihr euren Shop gestaltet. Jetzt natürlich nochmal gucken, ob der Merch geowned ist. Local, Erfolg, owned, P-Call, User, bla bla bla, owns Asset. Ich weiß gar nicht, ob das für solche Assets überhaupt funktioniert. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, weil mir kam gerade wieder dieser Gedanke hoch, dass man das ja eigentlich gar nicht prüfen kann. Es kann sein, dass das nicht funktioniert. Ist ja auch egal. Und dann natürlich wieder derselbe Spaß wie oben. Nur ein bisschen umbenannt. Das heißt, Erfolg owned, bla bla bla, Kaufstatus-Button owned, Kaufstatus-Button active false, off-sale false, kennen wir von oben. Und ansonsten müssen wir den Spaß aufsetzen, aber diesmal schreiben wir nicht Prompt Game Pass Purchase, sondern einfach nur Prompt Purchase mit der Asset ID. Diesmal ist es auch nicht Prompt Game Pass Purchase Finished, sondern einfach nur Prompt Purchase Finished mit der Asset ID. Und dann haben wir noch einen weiteren Button, und zwar hier haben wir den Try Button. Deswegen geben wir hier nochmal Starter GUI Sternchen Sternchen Try Button ein, wählen die alle aus und wandeln die natürlich auch wieder alle um in Image Buttons, Convert und stellen die alle auf Active, damit diese ganzen Buttons auch klickbar sind. Die sind zum Ausprobieren von dem Merch. Wenn ihr die Funktion gar nicht haben wollt, um euren Merch auszuprobieren, dann könnt ihr diesen Button auch komplett weglassen. Ich habe den nur drin, weil ich denke, das ist ein nices Gimmick, das wir aber auch erst im nächsten Mal hinzufügen. Deswegen schreiben wir hier einfach nur infolabels.trybutton.activated connect und dann printen wir einfach, dass das Item jetzt getried werden soll. Das muss nämlich serverseitig gemacht werden. Wenn man das clientseitig macht, würde es nicht funktionieren. Wir testen jetzt einmal aus, ob das Ganze funktioniert, weil mit dem Merch-Stuff sollten wir fertig sein. Wir gehen rein, öffnen den Shop. Ihr seht, es lädt langsam alles rein und ja, es hat funktioniert. Sogar der Floss-Tanz ist da für 80 Robux. Ich kann hier auf Buy gehen. Und dann habe ich auch Buy und könnte den hier dann auswählen. Ich habe ihn dann natürlich nicht wirklich gekauft, weil das ein Test-Purchase war. Aber hier steht auch Owned.
Das funktioniert soweit schon mal. Es scheint nicht zu funktionieren, dass er mir sagt, dass ich diese Sachen hier ohne. Ich glaube, das war wirklich so, dass man das bei Inventar-Items nicht herausfinden konnte. Vielleicht habe ich... Aber wenn wir auf Probieren drücken, steht unten auch Try und dann die ID von dem Asset. Das heißt, das hat soweit schon mal funktioniert. Ihr seht auch, die Beschreibungen von diesen Sachen sind viel zu klein und überhaupt nicht lesbar, weil da lange Links drin sind. Gerade in solchen Fällen bietet es sich dann doch an zu sagen, okay, wir nehmen nicht die Beschreibung, die im Marketplace steht, sondern wir schreiben eine eigene Beschreibung rein. Das liegt dann ganz bei euch. Als letztes noch die Developer Products, die wollen wir nämlich kaufen können und wir möchten sie auch benutzen können. Und wer hätte es gedacht, für die Developer Products schreiben wir nochmal genau das gleiche, nur wieder ein bisschen anders. Also gehen wir hier runter und schreiben Dev Products, bla bla bla, Dev Product Items Get Children, Fame, bla 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 bla. Hier heißt es jetzt Product ID, dann wieder die Product Infos holen. Dafür haben wir diesmal die Get Product Info Sachen mit enum.infotype.product hinten stehen im pcall. Und hier steht Merch Infos, das muss ich natürlich auch noch in Dev Product Infos konnten nicht geladen ändern. Wir können uns das meiste von oben einfach kopieren, müssen es halt nur anpassen, dass es auch stimmt. Das heißt, Preis ist gleich wieder productinfos.price in Robux oder ein leerer String oder meinetwegen auch wieder Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Item links prodname.text ist gleich productinfos.name, weil die Dev Products, zum Glück haben wir nur zwei, sind hier ein bisschen anders gemacht. Hier haben wir nämlich links und rechts bei mir drin. In links sind die Infos, in rechts sind die Buttons drin und die Buttons sind natürlich wieder nicht aufgesetzt. Das machen wir gleich als letztes, weil ich jetzt keine Lust habe, das mittendrin zu machen. Ich schreibe einfach erstmal, wie wir das haben müssen. Item rechts Preislabel ist gleich bla 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 bla, bis das hier so aussieht. Und das Image ist dann wieder so hier das Image kennen wir vom anderen Mal. Wenn das Ding nicht for sale ist, sagen wir, jo, ist nicht for sale. Es gibt jetzt aber nicht schon im Besitz, weil Developer Products kann man dann so oft kaufen, wie man möchte. Darum geht es ja bei Developer Products. Dementsprechend müssten wir danach gar nicht prüfen. Jetzt machen wir wieder den Kaufen-Button und falls gekauft wurde, so wie beim letzten Mal. Die einzige Sache ist, hierzu sollte gesagt sein, Prompt Product Purchase Finished ist ein Event, das nicht genutzt werden darf, um den Spielern ihr Stuff zu geben, sondern nur... um zu wissen, dass der Prompt gefinished ist. Es gibt das Event oder es gibt den Callback Process Receipt, der dafür da ist und das macht man serverseitig und serverseitig werden dann auch die Dev Products vergeben. Das Einzige, was wir hier machen werden, ist die Anzeige aktualisieren, was wir gerade noch gar nicht können, weil es gibt ja noch gar keine Dev Products, die man kaufen kann. Das werden wir im nächsten Part hinzufügen. Dementsprechend gibt es auch noch kein Dev Product, was man usen kann, aber wir schreiben hier unten für den Use-Button.activated einfach, dass wir ihn benutzen wollen. Und jetzt müssen wir das Ganze umwandeln, das heißt den Kauf-Button und den Use-Button. In beiden Dev Products bei rechts wandeln wir um in einen Image-Button, Convert, stellen ihn in beiden Fällen auf Active. Rechts können wir zumachen, dann gehen wir in links rein und haben hier das DevProd-Bild. Und das DevProd-Bild, das wandeln wir um in ein Image-Label, damit man da ein Bild drin haben kann. Und zuletzt müssen wir natürlich noch unsere DevProduct-IDs hier reingeben und die DevProduct-IDs bekommt ihr, indem ihr in eurem Spiel oben auf Game-Settings geht, dann auf Monetization und dann runterscrollt. Hier habt ihr eure DevProducts, ihr könnt welche erstellen, indem ihr auf Create drückt. Ich habe hier noch von einem anderen Tutorial Nuke-Server und Nuke-All-Servers, dementsprechend werde ich mir die kopieren mit Copy-ID-to-Clipboard hier auf den drei Punkten und fügt die dann einfach hinzu in den Namen rein für eure Developer-Products. Die könnt ihr dann natürlich auch auf der Webseite theoretisch nochmal hübsch anpassen. Auf der Webseite kann man diese Dev-Products noch besser anpassen, kann dann noch ein Bild und eine Beschreibung hinzufügen. Hier kann man nur den Namen und den Preis ergänzen. Mit Bild und Beschreibung wäre es natürlich noch viel schöner. Das haben wir aber nicht. Aber das wäre es dann. Wir gehen jetzt noch einmal auf Play, um das Ganze zu testen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wir gehen rein, die Sachen laden einer nach dem anderen und wir haben einen Error. Prod Name is not a valid member of... Perfekt. Das habe ich natürlich noch vergessen. Wichtig ist, wir haben hier in links Name drin stehen, aber wir müssen das natürlich auch umbenennen, weil Name ist kein guter Name. Hier habe ich schon ProdName geschrieben, das heißt, wir benennen den Text auch nochmal um in ProdName. Und auch hier bei links gehen wir nochmal rein und ändern Name um in ProdName, weil Name ist kein gültiger Name, wenn man das coden möchte, was wir in dem Pfade-RSL-Video gelernt haben, was ihr hoffentlich alle geschaut habt. Jetzt gucken wir nochmal rein, der Error ist nicht drin und hier steht Nuke All Servers. Hier steht keine Beschreibung drin, weil es keine Beschreibung gibt. Und dann haben wir noch ein zweites Feld, wo ihr selbstständig eine Beschreibung ergänzen könnt, weil man die Dev Products ja auch benutzen kann. Dann könnte man hier halt Nuke All Servers, irgendwie ein cooler Text, oder man kann den weglassen und unten könnt ihr selbst reinschreiben. Das ist jetzt zum Beispiel ein kleiner Money Boost, das andere ist ein XP Boost, den könnt ihr benutzen. Theoretisch müssten wir hier noch ein weiteres Label hinzufügen, wie viele man hat. Das habe ich noch gar nicht. Das können wir aber auch hier einfach auf den Button draufschreiben. Das machen wir aber alles im nächsten Part. Wir haben jetzt erstmal die Sachen geladen. Man kann sie inzwischen auch schon kaufen. Ich kann hier auf Buy gehen und dann steht da, yo, Nuke Server kaufen, kann ich machen. Wunderbar, funktioniert. Aber am Ende passiert dann natürlich nichts, wenn ich Nuke Server gekauft habe, weil ich es nicht wirklich gekauft habe. Unten steht Anzeige aktualisieren. Das funktioniert auch schon.
Aber die ganzen Connections, dass der Spaß am Ende funktioniert, das lernen wir im dritten Part. Und ich habe jetzt schon gar keinen Bock, den dritten Part vorzubereiten, aber ich muss es wohl machen. Wir sehen uns dann. Kanalmitglieder sehen es vielleicht ein bisschen früher. In der Videobeschreibung kann man die fertigen Sachen runterladen. Ihr wisst Bescheid. Bis dann und ciao!